einfach schön, so zwischen die Apfelblüten durchzulaufen. Ich finde, dass die Jahreszeit, wenn die Apfelblüte am Bodensee blüht, mit einer der schönsten Jahreszeiten ist. Hier drüben haben wir dann die Kirschblüten, die sind auch gerade voll am Blühen. So schön die gepflanzten Apfelbäume und Kirschbäume auch sind, aber meiner Meinung nach sind die wilden Apfelbäume, die Streuobstwiesen und die wilden Kirschbäume, die blühen meiner Meinung nach am schönsten. Guckt euch das mal an hier. Herrlich, durch diese Blütenpracht hier zu laufen. Super. Wenn ich sowas sehe, kriege ich immer Lust, hier mein Zelt aufzuschlagen und hier unter diesen Blüten da zu übernachten. Vielleicht noch ein Fläschchen Rotwein dabei, das hätte was. Einfach herrlich. Das ist jetzt hier Kirschblüte. Summt und brummt. Überall laute Bienen und Insekten. Ich bin also jetzt auf der Wilhelmshöhe, nennt sich das, und ich bin immer noch der Meinung, also ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass da die Szene bei Fischerin im Bodensee gedreht wurde, wo diese Tanzveranstaltung stattgefunden hat. Ich glaube, das war hier oben. Auf dem Wasserbehälter, da habe ich mit Frau und Kindern schon mal übernachtet. Gut, es war eine kurze Nacht oder man hat nicht viel geschlafen, weil der Sohnemann Steine gesammelt hat zwischendurch, die dann alle ins Zelt reingefallen sind. Hier unten haben wir dann also den Bodensee.
im Hintergrund ist dann die Schweiz, rechts drüben Konstanz, unter uns ist Hagenau. Ja, und da ist der Weg weiter Richtung Auto. Schön hier oben.